Sie sind es leibhaftig. Ich habe gehört, Ihre Schauerstücke liegen ja auf allen Nachttischchen des gemeinen Volkes. Ja, es gibt nichts Schlimmes für ein Gehobenes. Fritz Vollmer hat zwei eigenwillige Töchter. Victoria hat nach ihrer gescheiterten... Ist ja sehr angenehm. Hereingetrunken kommt Musik heraus. Unser Pierre ist ein Künstler, der komponiert selbst. So, ein bisschen begabt, als er aussieht. Also schön, schicken Sie meinen Sympathie. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche ein Schloss, um zu wohnen. Auf jeden Fall Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Kriminalschriftstellerin Pauline Bartok. Aber Sie dürfen Pipsi. Wo waren Sie die ganze Zeit? Ich werde Ihnen alles erklären. Kommen Sie. Und einem Zwischenspiel als Gouvernante. Seit einem Aufenthalt mit ihrem interessiert sich der Journalist Dr. Wolf immer mehr für Victoria. Ist ja ganz amüsant, aber wer soll denn das bei mir machen? Und wer wird das sein, mein Schicksal? Erzählen Sie mir doch noch ein bisschen. Look which Toby Jean on your telephone won't be coming home, he's my man. Ist ja ganz amüsant, aber wer soll denn das bei mir machen? Und wer wird das sein, mein Schicksal? Erzählen Sie mir doch noch... Er kommt in mein Zimmer, Doktor. Antworten Sie. Oben im Auto, als wenn er von sehr vielen Leuten gelesen wird, oder? Naja, ich freue mich. Na, warum ist denn der Alte so böse? Ach, der hat jeden Abend Krach mit Pierre. Schließlich ist Pierre doch kein elektrisches Klavier. Umsteckt man Geld. Pierre, wie kann man nicht schneller jetzt raus? Du bist bitte so gut, du schickst mir den Direktor. Ja, bitte. Wer das tun könnte. Sie waren tagelang verschwunden. Das war dumm von mir. Hypnotisieren Sie mich jetzt? Ist das ein Kompliment? Machen Sie ein ganz natürliches Gesicht. Ist denn der Alte so böse? Ach, der hat jeden Abend Krach mit Pierre. Schließlich ist Pierre doch kein elektrisches Klavier. Umsteckt man Geld. Eine Stelle in einer Buchhandlung gefunden.
Seit einem Aufenthalt mit ihrem Freund, dem Innenmeister Fritz Vollmer, hat zwei Eier. Na und wie? Moin, sind wir nicht angekommen? Guten Abend, bin ich Carla. Na und, was ist Ihnen prophezeit worden? Eine Kiste. Wie machen Sie das eigentlich? Die zu mir sagen. Pipsi, schreiben Sie Kinderliteratur? Sie sind ja richtig witzig. Ja, irgendeinen Grund muss es geben, dass man einen Preis kriegt, oder? Ich hätte den Preis abgelehnt. Ist das ein Kompliment? Machen Sie ein ganz natürliches Gesicht. So, das ist schön. Aber die traurige Aufgabe, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der von uns allen so... Die kommt hier und sagen Sie mich, ich möchte etwas von ihm hören. Gemacht. Fräulein General. Mir fehlt kein Penning zum Glück. Ich brauch... Manager als Boxer, werden Sie sich mir anvertrauen? Ich brauche keinen Manager. Ich heirate den Reiter. Sonst scharf, wie? Warum? Vorstellen.